Montag war es wieder soweit. Alle, die eine Badewanne zu viel haben und daraus annähernd ein Boot basteln können, trafen sich an der Maas in Dinan, Belgien. Die jährliche Badewannenregatta ist ein Magnet für die kuriosesten Kähne und ihre Kapitäninnen. Die Regeln sind eher simpel. Ein Teil des schwimmenden Kunstwerks muss eine Badewanne sein und diese muss im Wasser sein. Motoren sind nicht erlaubt, genauso wenig wie das Versenken der Konkurrenz. Spaß macht es aber offenbar trotzdem. Les premiers, moi, notre but à nous est de s'amuser, prendre du plaisir, comme je l'ai dit. Uns geht es darum, Spaß zu haben und es zu genießen. Und das Gefühl auf dem Boot selbst, das macht einfach Freude. Wir hetzen uns nicht, wir genießen die Fahrt. Wir werden Letzte, alles kein Problem. So ist es nun mal. Wir lassen uns gehen, es ist einfach ein Festtag, der 15. August. C'est comme ça. On se laisse aller. C'est jour de fête, tout simplement, c'est le 15 août. Das alljährliche Spektakel zieht seit 1982 bis zu 15.000 ZuseherInnen an. Die beliebtesten Attraktionen sind neben dem Wasserrennen der Flohmarkt und die Chance, von anderen ZuseherInnen in den Fluss geworfen zu werden. On chante, on crie. Wir singen, wir lärmen herum, wir paddeln, schwimmen, springen ins Wasser. Das ist es. Wir machen andere Leute nass. Manche versuchen wir ins Wasser zu werfen. An der diesjährigen Regatta haben über 50 Crews mit ihren badewannenbasierten Wassergefährten teilgenommen. Die meisten davon wollen nächstes Jahr wiederkommen. Manche werden wohl eine neue Wanne brauchen.